mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute 10 unglaubliche Kinder an, die es wirklich gibt. Kiowa zählt mit gerade einmal 6 Jahren zu den jüngsten Unternehmern der Welt. Lol. So alt war das kleine Mädchen nämlich, als sie 2013 in der TV-Show Shark Tank auftrat, dem amerikanischen Pendant zu der Höhle der Löwen. Damals suchte Kiowa Investoren für ihre Firma BubuGo. Guck mal, die hat mit 6 Jahren Unternehmen gegründet, oder? Ich bin 26, ich habe nicht mal ein Unternehmen gegründet. Weird. Die flüssige, bemalbare Pflaster für Kinder in Bonbonfarben produzierte. Was? Angeblich soll das kleine Mädchen selbst auf die Idee der Malpflaster gekommen sein, als sie gerade einmal 4 Jahre alt war. Ja, wahrscheinlich hat sie gesagt, boah, kann man nicht ein Pflaster einfach draufmalen? Genau. Aber irre, wenn man so früh schon so ein Denken hat. In dem Alter habe ich an meine Kacke essen gedacht. Ich sag's euch, es gibt nichts Schöneres für mich zum Fressen. Weiter geht's mit der 12-jährigen Afshain Gul aus Pakistan. Als das junge Mädchen gerade einmal 1 Jahr alt war, veränderte ein Schicksalsschlag das Leben des Kindes für immer. Damals fiel sie nämlich vom Schoß ihrer älteren Schwester und verletzte sich dann schwer am Halswirbel. Die Familie konnte es sich nicht leisten, einen Spezialisten aufzusuchen, und schließlich blieb der Hals so dann in einer 90 Grad schiefen Haltung stehen. Darunter leidet sie bis heute, und Afshain hat nicht nur starke Schmerzen beim Liegen oder Sitzen. Auch ihre Bewegungen sind extrem eingeschränkt und sie ist fast rund um die Uhr auf die Hilfe ihres Bruders und ihrer Mutter angewiesen. Ey, no joke, das sind Probleme. Das sind wirklich Probleme. Stell dir mal vor, du bist so arm in einem anderen Land, dass du nicht zum Arzt gehen kannst. Wir in Deutschland, wir sind ja ein Sozialstaat. Also jeder kann zum Arzt gehen, egal was. Wir beschweren uns dann über Gendern. Wir beschweren uns über, also wirklich, kleben sich Leute da auf der Straße und so. Egal, ich will jetzt nicht politisch werden, aber es ist einfach crazy. Als Pilot um die Welt fliegen und exotische Länder kennenlernen, davon ist gar nichts für mich. Viele Kinder. Doch für den 6-jährigen Adam Mohammed Amer ist dieser Berufswunsch mehr als nur ein Traum. Es ist bereits Realität. Adam ist nämlich ein Naturtalent und kann nicht nur kleine Flugzeuge bedienen, er schaffte es sogar, eine A380 von Emirates zu steuern. Die Airline lud den Jungen in ihr Trainingszentrum ein, wo er dann das Jumbojet tatsächlich perfekt von Start zu Landung ganz allein manövrierte. Der kann doch nicht mal darüber gucken hier. Wie soll er das denn hinkriegen? Aber jetzt mal Real Talk, diese ganze Pilotengeschichte. Ich weiß, viele haben da voll den Turn drauf und denken so, boah geil, ich bin Pilot, ich bin jeden Tag in einer anderen Stadt und bla. Aber ich würde mir immer denken bei dieser Beruf, also es wäre wirklich der letzte Beruf, den ich machen wollen würde. Und ich habe ganz, ganz viele Gründe. Erstens, also klar, ich habe Respekt vorm Fliegen. Ich habe keine Flugangst, ich steige schon im Flugzeug, aber ich habe wirklich Respekt davor. Also deswegen hätte ich schon keinen Bock. Dann Umweltverschmutzung, bla. Ich würde niemals für irgendwas arbeiten, wo die Leute irgendwie sagen würden, ah, guck mal hier, das ist ja umweltschädlich schlechthin. Drittens, das wird eh irgendwann durch Maschinen ersetzt. Also das ist einfach, weiß ich nicht, es ist schon absehbar, dass irgendwann nur noch Maschinen fliegen, genauso wie Züge irgendwann auch nur noch von Maschinen gesteuert werden. Dementsprechend sinkt dein Gehalt, es hat gar keine Perspektive. Und viertens, du bist immer weg. Du bist ja nie wirklich zu Hause, du bist nur im Stress. Ich könnte euch noch ganz viele weitere Gründe aufzählen, aber Pilot für mich der schlimmste Beruf. Ein Mädchen, das ebenfalls völlig begeistert ist von Flugzeugen, ist die Amerikanerin Sabrina Gonzalez-Pasterski. Es gibt ja auch so Leute, die schlafen dann mit Flugzeugen, haben so einen Fetisch da drauf, verstehe ich auch nicht. Boah, geil, Digga. Die heute 28-jährige Physikerin, die bereits als nächster Albert Einstein gefeiert wird, hatte bereits im Alter von 4 Jahren einen IQ von 160. Und während ihre Mitschülerin noch mit Puppen spielen, nahm Sabrina im Alter von gerade einmal 9 Jahren ihre ersten Flugstunden in ein... einem echten Flugzeug. Allerdings war diese Erfahrung für die Schülerin längst noch nicht genug. Sie wollte nämlich auch ein eigenes Flugzeug besitzen und tat dann etwas vollkommen Unglaubliches. Weil ihre Eltern ihr nämlich kein Flugzeug bezahlen konnten, baute sie sich kurzerhand einfach ihr eigenes. Klar. In dem Alter habe ich
mit meiner Scheiße einen Turm gebaut. Kenn ich von mir. Weiter geht's mit einem Kind, das allen Ärzten bisher Rätsel aufgibt. Okay. Denn dieses Kind ist eigentlich schon lange gar kein Kind mehr. Stattdessen ist Manpreet Singh aus Indien bereits 26 Jahre alt. Manpreet wurde 1995 in einem kleinen Dorf geboren und wirkte zunächst vollkommen gesund. Allerdings hörte er mit etwa einem Jahr einfach auf zu wachsen. Und heute ist er gerade einmal 60 Zentimeter groß. Also, diese Person ist 26 Jahre alt. Ich finde auch so vom Gesicht her sieht diese Person schon aus wie 60. Ja, wir schauen mal weiter. Auch kognitiv befindet er sich auf dem Stand eines einjährigen Kindes. Was bedeutet, dass er weder selbstständig laufen noch sprechen kann. Die Ärzte in seinem Umfeld vermuten, dass der Wachstumsfehler auf einen Hormonmangel zurückzuführen ist. Doch die Familie hatte nie das Geld, um eine teure medizinische Untersuchung zu bezahlen. Das ist wirklich das Traurigste der Welt, ne? Wenn Geld das Mittel ist, was fehlt. Liebe ist da, ein Arzt ist da, man kennt das Problem, aber man kann es sich nicht leisten. Und dass es dann so reiche Säcke gibt, die meinen, so wie ein Jeff Bezos, ne? Dass der dann, das hatten wir auch vor ein paar Videos, dass der für seine Superjacht, nur weil er die unbedingt haben wollte, eine Brücke hat umbauen lassen. Ey, da frage ich mich wirklich, wo da was falsch gelaufen ist. Kommen wir nun zu einem Jungen, dessen Schicksal nur schwer zu ertragen ist. Denn der kleine Junge auf unserer Nummer 3 wurde mit einer Kondition geboren, die bislang noch vollkommen unbekannt ist. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nicht aber, weil Mediziner bisher keine Erklärung für seinen Zustand haben, sondern weil der kleine Junge aus Zentralafrika bisher noch nicht untersucht werden konnte. Seine Mutter, Bayenesa Liberata, lebt in Ruanda und wurde von ihrem eigenen Ehemann verstoßen, als sie den kleinen Jungen nach Komplikationen bei der Geburt zur Welt brachte. Das ist doch das Schlimmste der Welt. Wenn du dein Kind nicht willst und dann auch deine Frau nicht mehr willst, nur weil das Kind irgendwie anders aussieht, als die Norm es vorschreibt. Was sind das für ein Sorry, dass ich das so sage. Weiter geht's mit einem Mädchen, das wir euch eigentlich gar nicht vorstellen müssen. Denn Greta Thunberg ist mittlerweile auf der ganzen Welt für ihren Einsatz für eine konsequente Klimapolitik bekannt. Die inzwischen 18-jährige Klimaschutzaktivistin und Initiatorin von Fridays for Future erfuhr mit gerade einmal 8 Jahren in der Schule vom Klimawandel. Sie war geschockt über die Auswirkungen und begann, mehr über das Thema zu lesen. Ganz egal, was man von Greta Thunberg hält, ne? Sie ist das krankeste Kind der Welt. Also no joke, was die schon gemacht hat, mit dem, wem die schon alles geredet hat, was sie geleistet hat für ihr Alter und vor allem mit was für einem Hintergedanken. Sie will ja wirklich einfach nur, dass die Erde erhalten bleibt. Und wir machen uns über die lustig. Viele Leute lachen die aus. Sie hat ja einfach recht. Klar, sind ein paar Methoden, die da angewandt werden, ein bisschen too much, aber die, da ist ja auch nicht sie. Mein Finger steckt in meinem MacBook fest. Unsere Nummer 1 widmen wir allerdings einem Jungen, der quasi die deutsche Version von Greta Thunberg ist und schon in jungen Jahren unglaubliche Dinge für das Klima geleistet hat. Und zwar Felix Finkbeiner. Felix wurde 1997 geboren und wuchs im Süden Bayerns auf. Ähnlich wie die schwedische Aktivistin... Bayern soll weg! Ich hab das mit Sandra auch schon mal gesagt. Die Bayern wollen ja raus aus Deutschland. Die wollen ja weg. Die denken so, ja, wir sind die Coolen, wir wollen weg, aber die wollen uns behalten. Ist mir scheißegal. Dann geht halt. Kein Mensch braucht Bayern. Eure blöden Kühe, die Kackberge da, Alter, ich fahr eh keinen Ski, außer wenn man dann nach Österreich fährt oder so. Aber Bayern braucht man nicht. Ich mag die Sprache nicht, ich mag München nicht. Das ganze Bier da schmeckt schrecklich. Und die reden so, grüß Gott, servus, braucht man nicht. Wirklich, komm Bayern, ab mit dir, ey, wirklich. In einem Referat über den Klimawandel, das er in der 4. Klasse hielt, schlug er vor, dass Kinder in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen sollten, um damit gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen. Zusammen mit einigen anderen Kindern an seiner Schule pflanzte er dann 2007 den ersten Baum und gründete so die Initiative Plant for the Planet. Cooler Nach Name. Nur 3 Jahren pflanzten sie dann schon ihren 1 Million Baum. 10 Jahre später hatte die Organisation 130 Mitarbeiter und 70.000 Mitglieder in 70 Ländern. Oh. Ganz kurze Zwischenfrage. Ich bin nicht wirklich krass drin in diesem ganzen Klimathema. Aber, und das ist ja, glaube ich, nur eine Rechenfrage, wenn wir jede Grünfläche, die wir hätten, auch wenn es nur ein Park ist, der nur grün ist, hier zum Beispiel Grüngürtel in Köln, da sind riesige Grünflächen, wo keine Bäume stehen. Wenn man da alles vollpflanzen würde mit Bäumen, würde das, also klar, es würde den Klimawandel nicht stoppen,
Klar, logisch. Aber würde das einen großen Impact haben? In welcher Relation steht das? Ich würde aber auch sagen, dass ich an der Stelle das Video mit David jetzt auch beende, weil, ich meine, wir haben jetzt erfahren, was die letzte Person hier gemacht hat. Wir sind schon wieder, glaube ich, bei Überlänge. Ich kann es gar nicht einschätzen gerade. Ich habe mal wieder sehr, sehr viel gequatscht, weil ich finde sowas extrem interessant, solche Videos. So Kinder, die irgendwas geleistet haben oder Kinder, die es so nicht gibt, ein zweites Mal auf dieser Welt. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich kacke jetzt in ein Cabrio. Wie bitte?